Hey, Armin. Sonst kann das sein, dass da ein Loch ist und dann wird hier der Boden aufreißen. Dann geht's runter. Das wollen wir ja nicht. Das ist der Point of No Return. Es geht nur noch in eine Richtung. Rückwärts ist keine Alternative und das muss jetzt funktionieren. Hey, gut! Da ist ein Sinkloch vorne in der SBU. Wir müssen Sandsäcke drumherum legen, denke ich. Wegfliegender Gurt und so weiter ist nicht so schön, ne? Bohrplatz Norderney. Ankunft des ersten Horizontalbohrers auf der Baustelle mitten im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Vorarbeiter Christian Weber muss dafür sorgen, dass der Bohrer ausgerichtet wird, genau auf die zuvor berechnete Ideallinie. Pass auf, aber Schnur. Wird die Schnur nicht getroffen, muss er neu ausrichten und das kostet Zeit. Wir haben hier die Schnur, das ist die Verlängerung von unserer Bohrlinie. Und anhand dieser Schnur richten wir unseren Rahmen aus und auf den Rahmen wird dann nachher das Bohrgerät aufgestellt und dann aufgerichtet in die Gradzahl, in der wir einstechen. Das Ziel der Bohrung liegt einen Kilometer entfernt im Wattenmeer vor Norderney. Diese Strecke ist eine Etappe auf dem langen Weg von den Windparks in der Nordsee bis nach Lingen im Emsland. Dort sind durch den Wegfall des Kernkraftwerks Transportkapazitäten im Netz für die Windenergie frei geworden. Die Trasse führt unter Norderney durch. Zwischen den Inseln ist die Strömung zu stark. Die Kabel könnten im Betrieb freigespült werden. Anfang August. Die Baustellencrew treibt die zweite von 4 Pionierbohrungen ins Erdreich. Sie dürfen nur zwischen Mitte Juli und Ende September arbeiten. Bei Elektriker Jens Heuer hakt es. Ein Kabel lässt sich nicht abrollen. Er steht im Funkkontakt mit dem Bohrmeister in der gegenüberliegenden Drillhütte. Ich glaube, wir brauchen einen zweiten Mann eben hier. Zum Strammhalten und oben an der Kabeltrommel. Das Kabel ist für die Sonde, die wir nachher vorne am Bohrgestänge haben. Und damit kriegt die Sonde Stromversorgung und schickt ihre Daten nachher dann zum Vermesser. Damit wir wissen, wo wir sind und wo wir hinbohren. Ich versuche da oben das zu entwirren. Bevor die Bohrung beginnen kann, müssen Sie die Kabelrolle komplett abrollen. Moment eben, stopp. Ein Kabel wieder verhaspelt hier. Edwin, ziehen. Noch mehr! Hier sitzt ein Ball drin, der ist frisch drin. Und der ist relativ stramm. Und dann funktioniert das manchmal nicht mit der Kraft. Das muss man ein bisschen entwirren und nochmal wieder aufrollen und dann funktioniert das. Edwin, nicht stramm halten. Ziehen! Ziehen! Edwin, ziehen! Ziehen! Und weiter! So, super. Das ist doch gut. Am unteren Ende kappt Jens das Kabel, damit er gleich den Bohrer einlegen kann. So, super. Im Bohrgestänge ist schon ein Kabel verlegt, das auf dem Bohrgerät mit dem Kabel zum Vermesser verbunden wird. Rund 200 Mal müssen die Männer diese Verbindung herstellen. Hast du geschafft, mein Junge? Schick. Hey, Armin. Henning? Wir brauchen noch Föhne und alles. Das ist der Bohrkopf, damit wir nachher auch vermessen.
sind, weil da sehen wir dann, wo wir dann sind. Die Verbindungsstelle muss Jens gut abdichten, denn später beim Bohren wird Bohrflüssigkeit mit hohem Druck durch das Bohrgestänge gepresst. Da die Bohrstelle im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer liegt, sind hohe Umweltanforderungen zu erfüllen. Das ist biologisch abbaubares Fett. Früher gab es da Kupferfett für und jetzt das ist ein wenig umweltfreundlicher. Das Gestänge für die Pionierbohrung ist deutlich dünner als die Kabelschutzrohre, die später eingezogen werden sollen. In einem zweiten Arbeitsschritt wird deshalb der Durchmesser erweitert. Daniel, du musst ablassen. Wenn der Bohrvorgang einmal läuft, arbeiten sie hier in zwei Schichten rund um die Uhr. Zunächst wühlt sich der schmale Bohrer von der Inselmitte zum Zielpunkt im Watt. Dort angekommen wird er mit einem sogenannten Räumer gekoppelt. Der weitet das Bohrloch auf die notwendige Rohrbreite. Zusammen mit dem dickeren Kabelschutzrohr wird er dann zurück zum Bohrplatz gezogen. Mann. Jens, ein bisschen zurück. Bohrmeister Jens Konrad steuert den Horizontalbohrer. Noch stimmt der Eintrittswinkel in das sogenannte Casing nicht. Jens muss dafür sorgen, dass der Bohrer den Zielpunkt im Watt erreicht. Gerade hier musst du drüben im Austrittspunkt, das muss 99% muss das stimmen, ja. Da ist nicht viel Spielraum. Aber das kriegen wir hin. Nur noch wenige Minuten bis zum Bohrstart. Ein letzter Test der Wasserdüsen, bevor es in 25 Meter Tiefe geht. Die Bohrflüssigkeit spielt bei diesem Verfahren eine entscheidende Rolle. Man sieht ganz gut, dass die Düsen in einem deutlichen Winkel nach außen abstrahlen. Der Boden hier wird bei dem Projekt also spülend abgebaut. Also das heißt gar nicht mechanisch, weil es ein Lockergestein ist. Und deshalb ist es wichtig, darauf zu achten, wie die Düsen angeordnet sind, was die Düsen für einen Durchmesser haben. Der Druck der Wasserstrahlen bestimmt die Richtung, in die sich der Bohrer bewegt. Das austretende Bohrwasser muss die Baufirma ableiten, auffangen und recyceln. Keine Fremdstoffe dürfen ins Erdreich sickern. Elektriker Jens Heuer ist seit Jahren auf Montage. Manche arbeiten hier 3 Wochen durch und haben dann 1 Woche frei. Wir arbeiten jetzt in 12-Stunden-Schichten, wir haben eine Nachtschicht. Ja, ist aber eigentlich üblich in der Bohrbranche. Das ist halt so. Von 7 bis 7 geht jede Schicht. Gleich ist die Nachtschicht dran. Wie schnell oder langsam es vorangeht, bestimmen nicht die Männer auf dem Bohrgerät, sondern der Bohrmeister in der Drillhütte. Er sorgt für den Vorschub und bestimmt die Drehgeschwindigkeit. Seit 27 Jahren ist Jens Konrad im Geschäft. Die müssen sich nach mir richten, wenn ich hier fertig bin. Müssen die eine Stange nachlegen, Connection machen. Und dann geht's weiter. Jetzt haben wir hier Sandboden, dann mache ich dir die Stange in 7-8 Minuten. Ja. Der Bohrmeister trägt nicht nur die Verantwortung für den Erfolg der Bohrung, sondern auch für die Gesundheit der Leute. Ja, wenn die drüben abknacken, die haben praktisch auf so ein Brechgerät ein mobiles und haben das gekniffen und ich fange ja an mit drehen, dann erschlage ich die da drüben, auf Deutsch gesagt. Ne? Das ist, ja, habe ich alles schon miterlebt. Also nicht bei mir. Damals in Sibirien. Da mussten noch Zangen aufgelegt werden, sogenannte Backup-Zangen. Und die mussten mit Zangen das Gestänge brechen und der Driller hat das nicht mitgekriegt oder nicht, den Funkspruch nicht gehört und hat angedreht. Ne? Dann sind natürlich die Zangen rumgeschlagen und die 2 russischen Kollegen waren auf der Stelle mausetot. Ja? Also Respekt vor dem Gerät, sage ich immer. So, Norden suchen.
Genau 1013 Meter und 42 Zentimeter ist die direkte Distanz zum Zielort im Wattenmeer, den schwimmenden Arbeitspontons. Seit 2009 ist das niedersächsische Wattenmeer Teil des Weltnaturerbes Wattenmeer. Aktuell sieht die UNESCO diesen Status in Gefahr. Rohstoffgewinnung und auch Offshore-Stromleitungen könnten den Lebensraum beeinträchtigen. Das kritisieren auch Umweltschützer. Neben den Auflagen zum Schutz der Natur müssen sich die Baufirmen auch den besonderen Bedingungen der Nordsee anpassen. Schon am nächsten Tag Bohrstopp. Ein Sturmtief mit Böen von bis zu 100 km pro Stunde fegt über Norderney. Bohrleiter Ernst Fengler verliert dadurch einen kompletten Tag. Der Wind war so stark, dass das Schiff nicht anlegen konnte, sondern durch Querwinde permanent abgetrieben wurde. Und somit konnten wir ein sicheres Übergabemanöver der Bohrausrüstung nicht machen. Auch war der Wind so böig, dass wir hier die Schwerlastkrane nicht in Betrieb nehmen konnten. Und dann, muss man sich gegenüber der Natur leider einfach geschlagen geben. Heute ein neuer Versuch. Der Bohrer soll im Watt rauskommen. Der einzige Weg dahin führt über einen Steg. Henning Kuchenbuch ist Teilprojektleiter des auftraggebenden Netzbetreibers. Der Weg hier zur Wattbaustelle, der führt hier über so einen Holzbohlenweg, damit wir nicht durch die Salzwiesen laufen müssen, die hier im Übergangsbereich sich befinden. Und dementsprechend haben wir hier so einen Holzsteg aufgebaut, um dann eben ins Watt zu gelangen. Bis zu 60.000 Kleinstlebewesen pro Quadratmeter bevölkern die Salzwiesen. Henning will bei dem erwarteten Durchbruch des Bohrers unbedingt dabei sein. Er hält den Kontakt zu den bauausführenden Unternehmen. Die silbernen Teile haben wir hier vorgehalten, falls doch ungeplant Ausbläser erfolgen, sozusagen die Bohrspülung hier im Watt austritt, wo sie nicht austreten soll, als Notfallmaßnahme, um dann eben den Ausbläser hier vor Ort einzugrenzen. Vier gekoppelte Pontons sind der Zielpunkt für die Bohrung. Die roten Kabelschutzrohre liegen schon für den Einzug bereit. Gut 8 Minuten dauert der Weg durchs Watt, wenn es trocken gefallen ist. Die Bohrgeschwindigkeit, die können wir anpassen und wir können das so planen wie jetzt, dass wir bei Niedrigwasser hier ausbohren, dass wenn unplanmäßig irgendwas passiert hier im Watt, dass wir immer handlungsfähig sind und das relativ schnell erkennen hier bei Niedrigwasser. In diesem offenen Bereich des querliegenden Pontons soll der Bohrer in einer Stunde den Boden durchbrechen. Die Mitarbeitenden haben ihn Moonpool getauft, weil sich nachts der Mond darin spiegelt. Ernst Fengler ist verantwortlich für die Bohrung. Noch ist er optimistisch, dass es heute klappt. So, das sieht alles gut aus. Wir haben hier vorne eine Pumpe, die wir mit dem Portalkran bewegen können und wahrscheinlich auch noch ein bisschen mit dem großen Raupenkran da hinten bewegen werden müssen. Und die Pumpe kommt dann in den Pumpensumpf mit dem Hintergrund, dass wir später auch wieder Seebett tiptop in Ordnung hinterlassen wollen. Und da ist ein kleiner Pumpensumpf sehr hilfreich, wenn er an der richtigen Stelle ist. Das reduziert den Aufwand und am Schluss auch den Umwelteingriff, den wir hier ohnehin schon absolut reduziert haben. Und jetzt wird es absolut reduziert. Und das ist, denke ich, im Interesse aller. Und? Moin, ja, wir werden gleich da vorne rauskommen und dann können wir heute Abend, wenn alles klappt, einziehen. Fast 20 Jahre ist Ernst Fengler schon bei dem Bohrunternehmen. Er weiß, wie hart die Arbeit auf den Baustellen ist. Das hier ist das Adapterstück, mit dem wir dann hier durch die Stangen Wasser pumpen. Ja, das nennen wir Hamsterrad, weil es ähnlich wie ein Hamsterrad gebaut ist. Und die Genossen, die das bedienen dürfen, kriegen richtig dicke Arme. Die schrauben das 100-mal an und 100-mal ab. Kommt nicht nur darauf an, was man hier hat, sondern auch, was man da hat. 10 Minuten bis zum Durchbruch. Die Bohrflüssigkeit, die dabei austreten wird, ist laut Bohrunternehmen ungiftig. Dennoch muss sie abgesaugt werden. Für mich ist das ein sehr aufregender Moment.
Weil wenn wir hier mit der Pilotbohrung durchkommen und der Bohrkopf rauskommt, dann ist schon mal ein wichtiger Schritt geschafft. Dann muss nur noch das Rohr eingezogen werden und das ist für mich dann schon ein besonderer Moment. Sandsackbarrieren sollen das austretende Bohrwasser auf eine möglichst kleine Fläche beschränken. Selbst wenn der Bohrkopf an der vorgesehenen Stelle aus dem Boden tritt, gibt es immer noch Gefahren. Vor allem für die Leute, die unten sind. Edwin, wenn wir hier mit dem Bohrer rauskommen, ja, wir zielen hier auf diesen Nagel. Ist Deutsch oder Englisch besser? Deutsch. Deutsch, ja. Dann hast du hier bei der Pumpe ein Loch und dann wird hier der Boden aufreißen. Ja? Und du läufst hier hinten in dem Bereich. Bitte nur an der Seite, nicht auf der theoretischen Bohrlinie. Sonst kann das sein, dass da ein Loch ist und dann geht's runter. Und das wollen wir ja nicht. Ne? Dann ist es soweit. Das Sprudeln hinten kündigt den Durchbruch an. Also die Bohrspülung kam schon mal an der richtigen Stelle raus. Das ist schon mal erfreulich. Geschafft. Pilotbohrung abgeschlossen. Fühlt sich gut an, wenn man das so sieht, dass es auch erfolgreich klappt. So wie geplant. Ein wichtiges Ereignis für alle, die daran mitgearbeitet haben. Ich freue mich. Also ich lache jetzt gerade nach innen. Ja. Das ist ein wesentlicher Zwischenschritt. Ja, das ist sozusagen wie wenn man zum Mond fliegt. Die Rakete hat jetzt erfolgreich abgehoben. Nichts ist explodiert. So gesehen ganz gut. Aber der Erfolg ist ja erst da, wenn man auf dem Mond gelandet ist. Und eigentlich auch erst, wenn die Leute wieder zurückkommen. So, und jetzt sind wir so in diesem Prozess, dass da noch weitere Sachen stattfinden, dass das Rohr angekoppelt wird, dass wir hier noch ein paar andere Verbindungsarbeiten machen und dann werden wir heute Abend bei Niedrigwasser anfangen, das Rohr einzuziehen und sind dann morgen am späten Nachmittag zwischen 5 und 7 Uhr, wenn alles funktioniert, fertig. Doch erstmal muss die Crew den Bohrkopf demontieren, damit später das Kabelschutzrohr angekoppelt werden kann. Kette. Christian Konrad koordiniert die Aktion. Per Handzeichen dirigiert er den Kran. Mit dem Funkgerät hält er Kontakt zum Bohrmeister auf der Insel. Der will noch nicht genau dazwischen. Der muss noch eigentlich. Ich brauche eigentlich eine dünnere Stange, damit ich den reinbekomme. Noch zu dicht. Der passt noch nicht rein von oben. Die dünneren Stangen kommen nach dem Bohrkopf. Der Bohrmeister schiebt das Gestänge deshalb weiter raus. Okay, wir machen das Blechgerät zu und dann machen wir gleich die erste Verbindung. Und dann passiert es. Wegfliegender Gurt und so weiter ist nicht so schön. Ne? Wir haben den eigentlich da festgemacht, damit das Ding nicht nach vorne geht. Aber durch die Flut hat sich das ganze Ponton verdreht. Und wir hatten da ein bisschen Lose drin, aber nicht genug Lose, um den weit genug nach vorne zu bekommen. Schließlich liegt dann doch die passende Stange in der Schraubzwinge. Der Bohrkopf kann abgeschraubt werden. Noch liegen im Watt die beiden roten Kabelschutzrohrstränge nebeneinander. Für den Einzug in das Bohrloch müssen sie verschweißt und an das Bohrgestänge gekoppelt werden. Das geschieht bei Hochwasser. 12 Stunden später. Wieder ist Ebbe. Die Nachtschicht ist auf dem Weg zum Ponton. Rohrgestänge und Kabelschutzrohre sind aneinander gekoppelt. Ein sogenannter Räumer dazwischen gehängt. Er ist notwendig, um den schmalen Pionierschacht so zu weiten, dass die Kabelschutzrohre hindurchpassen.
Jetzt fahren wir das Ganze hier in den Ponton rein, werden gleich im Ponton unten einen Düsentest oder einen Spültest machen, um sicherzustellen, dass alle Düsen offen sind und dass alles gut funktioniert. Und wenn das abgeschlossen ist, dann geht das Ganze Gelumpe, rubbel die Katz unter dem Deich durch nach hinten und ist dann morgen Abend da. Die beiden Zylinder mit den Wasserdüsen müssen einwandfrei arbeiten. Sonst kommt das Kunststoffschutzrohr verbeult auf der Insel an. Kurz vor dem Start montiert die Crew die Wasserleitung. Also ausbauen perspektivisch morgen Nachmittag, ja? Ja, also zwischen 17 und 19 Uhr. Jo, okay. Wenn nichts schief geht. Okay, Attacke! Ja! Hey! Hey! Mit einem Druck von 20 Bar schießt das Wasser aus den Düsen der Räumer. Alles scheint gut. Der Rohreinzug ist so der kritischste Moment bei dieser ganzen Operation. Das ist der Point of No Return. Es geht nur noch in eine Richtung. Rückwärts ist keine Alternative und das muss jetzt funktionieren. Ja, und das sind jetzt 24 Stunden Anspannung. Zunächst verläuft alles nach Plan. Ingos, we have a sinkhole in da ist ein Sinkloch vorne in der SBU, drinnen. Aber es ist ein Sinkloch. Wir müssen Sandsäcke drumherum legen, denke ich. Vorne in der SBU oder außerhalb? Nein, lass uns hingehen, du wirst sehen. Es ist nördlich vom Querbalken. Ich sag mal, Henning, wenn wir da erstmal mit dem Rohr vorbei sind, wird da wenig passieren, weil sich das Rohr nach oben drückt. Ja, habe ich mir auch gedacht. Aber das ist natürlich nach dem Lehrbuch, wie es nicht sein soll, ne? Naja, aber es ist ja immerhin innerhalb der SBU. Das ist ja schon mal gut. Also mal gucken, was hier noch so geht. Aber ja, er mal nicht den Teufel an die Wand. Ja. Ja. Ja, abwarten jetzt, ne? Ja. Was gekommen? Nee, aber wir müssten mal, wir haben ja hier vorne irgendwo noch diese... Boah, da kannst du auch keinen runterschicken, ne? Beim besten Willen nicht. Also wir... Henning, ich schick da jetzt keinen runter. Wir gucken uns das weiter an, ja? Aber da will ich keinen reinschicken. Da ist ein Sinkloch. Und ich denke mal, das ist der Räumer, der da durchgerauscht ist. Da geht keiner rein. Wir sind ja hier auf der Bohrlinie. Nee, lass das mal so. Da kommt ja auch nichts raus an der Stelle. Ja, weitermachen! Ja, der Boden hat sich ein bisschen abgesackt. Aber aktuell unkritisch. Das ist in der SBU. Das beobachten wir jetzt und wir bohren nochmal weiter. Ja. Jetzt kommt auch das Hamsterrad zum Einsatz. Es ist eine Art Adapter, damit Wasser zu den Räumern fließen kann. 1000 Liter werden unter Hochdruck in das Rohr gepresst. Ja, ist gut. Jupp. Während das Kabelschutzrohr im Stück eingezogen werden kann, muss die Wasserleitung parallel von Hand verlängert werden. 102 Mal werden die zwei diesen Vorgang heute Nacht noch wiederholen. Jo. Ja.
mehr, dass diese Stelle richtig zu ist. Wenn hier jetzt eine Öffnung zwischen ist, sagen wir mal einen Zentimeter, dann kann das passieren, dass er dann... Ja. Weil das ist ihm halt jeder Zentimeter zählt. Nach der Aufregung um das Sinkloch scheint der weitere Verlauf störungsfrei zu sein. Doch in der Nacht tritt ein weiteres Problem auf und führt zu einer langen Verzögerung. Der nächste Tag. Eigentlich hätte das Bohrgestänge schon komplett zurückgezogen sein sollen. Doch noch immer stecken etliche Meter im Bohrloch. Für den Bohrverantwortlichen Ernst Fengler war es eine kurze Nacht. Wir haben jetzt einen Verzug von 6 Stunden, der einem Dichtfahren der Spülungsrückführleitung geschuldet ist. Ist wie es ist, kann man nicht ändern. Wir haben es wieder ans Laufen gekriegt und das ist das, was zählt. Wir sind jetzt hier im Prozess, die letzten Bohrstangen auszubauen und werden dann hoffentlich in den nächsten 3 Stunden hier dieses ganze Einziehen für dieses Rohr beendet haben. Gegen 23 Uhr ist tatsächlich ein Ende in Sicht. Jetzt bleibt die Frage, ob das Kabelschutzrohr unversehrt die Reise durch den Untergrund überstanden hat. Auch Henning Kuchenbuch will sich diesen Augenblick nicht entgehen lassen. Moin. Na? Na? Das sind so die besonderen Momente dann. Ne? Man arbeitet hier tagsüber, gelegentlich dann auch nachts. Und dann, wenn dann das Rohr am Ende rauskommt, sieht man, wofür man gearbeitet hat. Ne? Doch der Räumer steckt fest. Das Rütteln des Bohrgestänges solle ihn ins sogenannte Casingrohr helfen, damit sie ihn hindurchziehen können. So, jetzt kommt der Räumer. Hoffe ich doch. Der ist da. Er ist noch dran. Ja, die hat ganz schön gelitten, ne? Ja. 20 vor 12. So, aber wir sehen das T-Rohr, das sieht heile aus. Hände ausnehmen aus. Ja. Sehr schön. Oh, oh, oh. Bergfest. Jubel, Jubel. Ja, so. Carsten. Geschafft. Jo, Glückwunsch. Weltfrieden. Ja, Jubel. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Ich lache jetzt nach innen. Hey! Hey! So. Hab mich jetzt gefreut. Hat alles geklappt, ja. Ja, das sind so die kleinen Schritte zur Energiewende, ne? Ja. Rohr ist heile. Das heißt, die Kabel können eingezogen werden. Allerdings erst in 2 Jahren. Denn vorher muss auch noch der Deich am Festland unterquert werden.